Ja, schönen guten Morgen zusammen. Wir haben die Ehre, den heutigen Vortragstag einläuten zu dürfen. Freut uns sehr, dass ein paar von euch uns begleiten bei diesem Vortrag. Wir haben als Vortragstitel mitgebracht, mehr als nur Puppenspieler, Formen Cartello Hersteller unabhängig. Da sind ja ein paar Wortwitze gleich mit eingebaut. Wir wollen das Ganze heute am Beispiel Formen Cartello mit Solstack auf der einen Seite und SUSE als Client-System auf der anderen Seite präsentieren. Und wir haben uns dafür einen Fahrplan mitgebracht, wie bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zunächst einmal möchten wir uns und unsere Firma vorstellen, von der wir kommen, dann die Ziele des heutigen Vortrags, die Bausteine, die wir in der Präsentation bzw. in unserem Setup hergenommen haben, das Ganze dann anhand des praktischen Teils durchexerzieren, einen Ausblick geben und am Schluss dann ein kleines Fazit dazu ziehen. Ja, zunächst einmal, wo kommen wir her? Wir sind beide aus München. Wir kommen von der Artix. Das ist eine Firma, die sitzt im Landkreis München. Wir beschäftigen uns vorwiegend mit den Themen Linux und Open Source, und dort schwerpunktmäßig Rechenzentrumsautomatisierung. Uns gibt es seit über 15 Jahren. Die drei Hauptfelder sind Consulting, Engineering und Support. Und wir betreiben in München auch ein eigenes Schulungscenter, sind jetzt mittlerweile auch Puppet, offizieller Puppet-Trainingspartner und sind da sehr stolz drauf. Ich habe mitgebracht den Bernhard Suttner, der leitet bei uns die Softwareentwicklung. Er bringt 17 Jahre Softwareentwicklungserfahrung und Linux-Erfahrung mit den verschiedensten Distributionen, Debian, Ubuntu, SUSE. Genau. Und nachdem wir bei uns im Büro schwerpunktmäßig das Thema Automatisierung umsetzen, macht der Bernhard da auch nicht Stopp in der Firma, sondern macht daheim auch noch gleich weiter. Er ist ganz begeistert beim Thema Home-Automatisierung und daneben ist er ganz begeisterter Läufer und ist bei uns bei den B2-Runs auch immer ganz vorne mit dabei. Bernhard. Leider nicht ganz vorne. Vielen Dank, Martin, für die Vorstellung. Jetzt darf ich hier meinen Gegenüber vorstellen. Martin Weiß ist zuständig für Business Development bei der ATX AG. Martin hat 16 Jahre Erfahrung im Rechenzentrum und im Projektmanagement, hat seine Linux-Erfahrungen mit Diskette auch gemacht. Ob er damals ein Linux-System im Rechenzentrum mit Diskette installiert hat, weiß ich nicht. Martin ist auch begeistert in der Feuerwehr und hilft da, wenn es brennt oder wenn es irgendwo wieder mal einen Sturm gibt, wie jetzt letzten Tage in Süddeutschland. Thema Brennen, er hilft auch bei Support-Themen mit oder bei der Erstinstallation. Genau, ich darf noch ein paar Worte sagen zum Thema Orcarino. Orcarino ist das Produkt, was die ATX AG entwickelt oder im Endeffekt auf Basis von Formen und Cartello den Kunden zur Verfügung stellt. Orcarino bietet neben Formen Cartello noch zusätzlich eigene Plugins, Erweiterungen, die wir in-house entwickeln. Wir fixen Bugs für unsere Kunden. Wir bieten professionellen Support an und helfen bei der Erstinstallation. Die Ziele, die wir heute verfolgen bei dem Vortrag, sind, wir wollen euch zeigen, wie man mit Formen Cartello ein Slash-System provisioniert und im Anschluss daran konfiguriert mit SaltStack und am Schluss, wenn man das ganze System installiert hat, dann auch verwalten kann, sprich RPM-Pakete installieren oder deinstallieren. Wie wir schon gesehen haben, es geht um herstellerunabhängig. Nicht so wie jetzt bei Red Hat, die sagen Red Hat Satellite, wir verwalten Red Hat Systeme oder bei SUSE Manager, da geht es um SUSE. Wir sind herstellerunabhängig, bei uns geht es um SUSE, Red Hat, CentOS, Fedora und allen möglichen Distributionen, genauso wie Formen, Cartello auch herstellerunabhängig ist, ist da auch unser Fokus. Warum haben wir uns für SaltStack entschieden?
wir wollen den Vortrag mit SaltStack machen, weil SUSE auch sehr viel auf SaltStack setzt und weil wir zeigen wollen, dass es bei Formencatello nicht nur mit Puppet geht, sondern es geht auch mit SaltStack, dass man die Systeme verwaltet, Konfigurationen schreibt oder Pakete mit SaltStack installiert. Genauso wie man auch Formencatello mit Ansible oder auch Chef benutzen kann. Genau, Installation von Paketen mittels Formencatello wollen wir dann noch zeigen. Und dazu wird der Martin ein bisschen mehr erzählen über Formencatello. Vielen Dank. Zu meinem Verständnis, wer von euch hat denn mit Formencatello bisher schon irgendwelche Erfahrungen machen dürfen? Einer? Gut, aber dann erkläre ich den anderen so ein bisschen was trotzdem, was Formencatello ist. Das sind die Upstream-Projekte von Red Hat Satellite und eben unserem Ocarino. Der Foreman hat, das sind die Werte von vorletzter Woche, roundabout 221 Contributors auf GitHub und ein bisschen über 5.900 Commits. Und Catello, was eigentlich ein Foreman-Plugin ist, hat 80 Contributors und 17.000 Commits. Formencatello, das ist im Endeffekt das Zusammenspiel von verschiedensten eigenständigen Projekten, die zusammengebündelt sind. Formen selber ist vorwiegend dafür zuständig, Deployment und Lifecycle Management zu machen. Deployment über, also Formen hat ein Plugin oder eine Erweiterung, um mit verschiedenen Hypervisern zu sprechen, VMware, Libvirt, KVM, mittlerweile auch Amazon, Azure und so weiter. Das Deployment läuft dabei entweder über Netzwerkinstallationen, also TFTP, oder aber auch über die entsprechende Library als Golden Image Installation über den Hypervisor. Lifecycle Management, ich habe die Möglichkeit im Formen verschiedene Tierstufen aufzubauen. Das Typische, was man hier hat, ist einfach so eine Dev-Umgebung, eine QA-Umgebung, eine Produktionsumgebung und kann dann die sich Content Views bilden innerhalb vom Foreman und kann Versionen von Paketen auf die entsprechenden Tierstufen freigeben. So ein klassisches Beispiel an der Stelle ist das Weihnachtsgeschäft von einem großen Versandhandel. Der hat die Aufgabe, im Jahr über hat er vielleicht 10 Maschinen in der Produktion, im Weihnachtsgeschäft dann irgendwie 30 Maschinen, dann möchte die halt genau auf die gleichen Softwarestände bringen, kann man mit so einem Mechanismus sehr einfach realisieren. Der Catello selber hat dann zwei Subprojekte noch mit dabei, das ist zum einen das Thema Candlepin. Candlepin macht die Subskriptionsverwaltung innerhalb von Catello. Gehe ich dann später an dem Schaubild noch ein bisschen näher. Und das Thema Pipe. Pipe kümmert sich darum, die Repositories und Inhaltsverwaltung zu realisieren. Pipe arbeitet asynchron, lädt Pakete runter, legt die auf Platte und in Datenbank ab. Wir sind selber mit dabei, sehr viele Pipe-Erweiterungen im Moment zu realisieren. Zum Thema Debian Ubuntu, da wird der Bernhard ein bisschen später was noch dazu berichten. Und Formencatello bringt auch eine eigene CLI mit. Das heißt, es sind nicht alle Sachen nur über die GUI möglich, sondern eben auch über CLI. Und die CLI in Formencatello-Umfeld, das heißt Hammer, Hammer CLI. Der ganze Formencatello ist sehr stark Template- und vererbungsbasierend. Das heißt, ich kann sehr, sehr viele Sachen, die ich realisieren möchte, über Templates voreinstellen. Formencatello bringt auch sehr viele Templates mit. Zum einen auf der Deployment-Seite die verschiedenen Sachen für Kickstart, für Preseed-Files, Outdoor-Files. Da habe ich sehr viel dabei, um tatsächlich relativ schnell durchstarten zu können. Aber auch verschiedene Partition-Tables, verschiedene Vordefinierungen. Und ich kann über die Vererbungen tatsächlich auch mir eine Struktur aufbauen, wie ich meine Serverlandschaft tatsächlich dann realisieren möchte. So ein typisches Beispiel ist, ich lege mir Templates an oder Gruppen für Webserver, für Datenbankserver, für was auch immer und kann so über Templates tatsächlich schon sehr granular einstellen,
mit welchen Werten diese Maschinen betankt werden sollen. Und das Ganze dann eben nach unten vererben auf die einzelnen Hosts. Das ist der Formen Catello Part. Weiter geht's mit Solstack. Ich glaube, da kommen noch ein paar Folien. Okay, ein paar Punkte zu SaltStack. Weiß nicht, wer hat schon mal mit SaltStack gearbeitet? Ah, schon ein paar mehr, das ist sehr gut. Wahrscheinlich auch ähnlich genau so viel bei Ansible. SaltStack, Ansible, Puppet sind, glaube ich, gerade derzeit die häufigst verwendeten Configuration Management Tools. Das SaltStack-Projekt, gegründet 19. März 2011, circa 80.000 Commits, ist eines der aktivsten GitHub-Projekte, die es derzeit gibt, hat 1.850 Contributors, Tendenz steigend, sehr viele Contribute, oder die Firma SaltStack ist hinter der SaltStack und treibt da die Entwicklung voran. SaltStack ist Python-basiert und verwendet als Syntax YAML. Im Gegensatz zu Puppet oder Ansible gibt es mit SaltStack zwei Möglichkeiten, wie man Konfigurationen auf den Host bekommt. Das eine ist, man pusht die Konfigurationen, aber man kann sie auch pullen. Und es gibt noch die Möglichkeit bei SaltStack, dass man keinen Client installiert, sondern den Client bei Bedarf per SSH auf den Host überträgt. Dann zieht sich der Client die Konfiguration und spielt sie auf das System ein. Das heißt, man braucht nicht mal einen Client installieren. Es ist ähnlich wie bei Ansible, wo alles direkt über SSH passiert. Für die Leute, die schon mal mit Puppet gearbeitet haben, vielleicht eine kleine Überleitung. Bei Puppet gibt es Facts. Das gleiche bei SaltStack heißt Grains. Pillar-Daten bei SaltStack kann man vergleichen mit Puppeteer. Und Formulas sind vordefinierte States, die man zum Beispiel bei GitHub findet. Das ist ähnlich zu der Puppet Forge, wo man vordefinierte Module findet für Puppet. So viel zu SaltStack. Der Martin geht weiter Richtung Infrastruktur und wie geht das praktisch weiter? Jo. Wir haben mal zum Beispiel so ein klassisches Szenario genommen, und zwar einen VMware-Server, den wir als Hypervisor-Plattform hernehmen, und auf dieser Hypervisor-Plattform haben wir dann erstmal einen Upstream Formen Catello installiert. Installation läuft über Repositories, die man vom Formen-Projekt entsprechend ziehen kann. Daneben braucht er noch das Ganze ist auf einer CentOS 7-Plattform passiert, braucht dann noch die entsprechenden EPL-Repositories. Und zunächst werden dann die ganz normalen Pakete durchinstalliert, zieht sich ungefähr 350 Pakete. Dann hat man den Formen-Installer zur Verfügung. Man sieht hier unten, wie das Ganze aussieht, wenn der Formen-Installer mal durchgelaufen ist. Tatsächlich funktioniert es das so, dass er sich selber über Puppet installiert. Und wenn er das gemacht hat, beim Installationslauf legt er sich dann eine eigene CA an, braucht er im Hintergrund für das eingebaute Puppet, was tatsächlich standardmäßig mit daherkommt. Und gibt dann ein fertige GUI-Prompt zur Verfügung. Das Ganze in der Erklärung, wie denn tatsächlich die Ströme jetzt dort funktionieren, sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben auf der linken Seite den Server-Part, Formen Catello, mit den entsprechenden Unterprojekten. Und auf der rechten Seite dann einen typischen Client, egal welche Distribution das tatsächlich jetzt ist. Und jetzt nehme ich doch mal den Laserpointer. Man hat hier auf der Client-Seite einen Teil, der heißt Subscription Manager. Der spricht mit dem Candlepin und zieht sich entsprechend die
für ihn freigegebenen Subskriptionen. Das heißt, aus diesem Teil heraus wird dann kleinseitig die Schnittmenge gebildet an Repositories und Paketen, die für einen Client freigegeben ist. Man hat auf der Client-Seite dann noch einen Catello-Agent, der spricht mit diesem Teil hier. Das ist eine bidirektionale Kommunikation. Es wird von Client-Seite an den Server weitergegeben, was für Pakete installiert wurden oder welche Versionsstände sich auf dem Client befinden. Das heißt, ich kann dann später sowohl von Serverseite aus Pakete installieren und die kommen am Client an und umgekehrt auch, wenn ich im Client Pakete installiere, bekommt der Server das über diese Kommunikationsschnittstelle mit. Ist dann ganz wichtig, um später bei Audits oder dergleichen eben sicherzustellen, welche Versionsstände auf den Servern tatsächlich da sind und um später dann auch beim Thema Release- und Patch-Management über die zentrale GUI eben den Einblick zu haben, welche Versionsstände tatsächlich vorhanden sind. Und hier sieht man nochmal die entsprechenden Schnittstellen. Ich habe eine Subskription, die ich einem Client zuweise. Das Ganze passiert technisch über einen Activation Key. Und ich habe eine Content View. Die Content View ist der Teil serverseitig, mit dem ich eben Softwarestände einfrieren kann und an eine bestimmte Tierstufe freigeben. Und die Schnittmenge daraus aus Subskription, Activation Key und Content View, das ist genau das hier, ist das, was der Client dann zur Verfügung hat, um also Pakete zu installieren. Das Ganze ist aufgeteilt, die Content View, in verschiedene Produkte und Repositories. Kann man typischerweise so machen, dass man Produkte wie zum Beispiel CentOS, Red Hat und dergleichen aufbaut und dann Produkte drunter eben OS-Updates dergleichen oder MySQL oder was auch immer. Das ist der Teil, den wir bereitgestellt haben. Das Anlegen der Produkte haben wir zu dem Zeitpunkt erstmal noch von Hand machen müssen. Auch was das Thema SUSE betrifft. Wir haben die Installationsmedien klassisch über die HTTP-Schnittstelle bereitgestellt. Wir haben einfach ein ISO gemountet auf dem Rechner und über PUB bereitgestellt. Und wir haben eine Standard-SUSE-Distribution hergenommen. Das war im Endeffekt das, was Formen Catello stand Anfang 2017 sowohl Formen Catello-seitig als auch SUSE-Distributionsseitig uns hergegeben hat. Und dann kam das Schlagwort Automatisierung und herstellerunabhängig eben zum Tragen. Und angefangen hat das Ganze dann erst einmal, dass wir auf Serverseite noch SaltStack bereitstellen mussten. Genau, also wir springen wieder ein bisschen zu SaltStack zurück. Wie kann ich SaltStack bis zum Client bringen? Ich brauche Installationsmedium für SUSE, das wird in Formen eingebunden und später, wenn ich dann einen Client mit SaltStack bestücken möchte, dann wird dieses Repository bis zum Client übertragen. Das richte ich in Formen ein und damit ist das gut. Wichtig dabei, der Client und der Server sollten die gleiche SaltStack-Version haben, sonst kann es da zu Problemen kommen. Die Dokumentation, wie man SaltStack installiert, findet man zum Beispiel bei der Formen im Formen-Wiki. Da kann man Schritt für Schritt einfach durchgehen und das machen. Wir haben da ein paar Fehler entdeckt und haben die dann auch entsprechend korrigiert. Und die bei uns dokumentiert mit Sphinx benutzen wir da. Ist auch ein sehr interessantes System. Da kann man nicht viel dazu sagen, Schritt für Schritt die Installationsanleitung durchgehen und die entsprechenden Befehle ausführen, beziehungsweise in den Konfigurationen des bereitstellen. Danach, wenn man mit dem Schritt fertig ist, kann man SaltStack auf den Server direkt auch verwenden und könnte auch schon ein Client mit SaltStack bedienen. Und innerhalb von Formen sieht man auch das SaltStack-Modul und kann da weiter konfigurieren. Gut. Martin hat vorher einen Punkt gesagt, wir haben jetzt zum Stand
Frühjahr 2017 die Möglichkeit, dass wir Produkte über Formen Cartello ausrollen, alles manuell. Das war uns für unser Kundenprojekt nicht gut genug und wir haben uns überlegt, wie können wir das Ganze verbessern. Dazu haben wir einmal den Subscription Manager und den Cartello Agent für SUSE gebaut. Martin hat vorher ein Bild gezeigt, auf der rechten Seite Subscription Manager und Cartello Agent. Die RPMs gibt es für CentOS und für Red Hat und für Fedora, aber es gibt sie nicht für SUSE. Das heißt, wir haben die Spec-Dateien dafür erstellt, dass man auch den Subscription Manager und Cartello Agent und alle Abhängigkeiten für einen SLES-Client zur Verfügung hat. Der nächste Schritt war, dass wir zwei Plugins entwickelt haben. Einmal zypersm.py. Wie ihr vielleicht wisst, verwendet SUSE Zyper normalerweise. Und wenn ich da Zyper install irgendwas eingebe, dann möchte ich nicht, dass er die normalen Repositories benutzt von SUSE, die fest codiert sind, sondern ich möchte, dass er über den Subscription Manager auf Formen Cartello zugreift und sich die Liste an zur Verfügung stehenden Repositories zieht und diese Repositories verwendet. Das macht dieses kleine Plugin. Gibt es auch auf GitHub. Das weitere Plugin ist Package Upload. Dieses Plugin kümmert sich darum, dass wenn ich ein Paket manuell auf der SUSE-Seite installiert habe, dass der Cartello auf der Serverseite weiß, ich habe da ein Paket installiert. Sprich, Package Upload kümmert sich darum, diese Synchronisation zwischen Client und Server aufrechtzuerhalten. Die zwei Plugins haben wir dann auch wieder in ein RPM integriert und das wird dann bei der Installation von einer SUSE-Box mit installiert. Man sieht jetzt auch hier einen Screenshot davon, wie das dann ausschaut, wenn man Zipper LR macht. Man sieht jetzt hier in Summe fünf verschiedene Repositories, die angezeigt werden. Das sind tatsächlich jetzt Repositories, die vom Formen bereitgestellt werden. So, schön und gut, wenn man das alles manuell bauen kann. Next Step war für uns, wir müssen das Ganze in Jenkins integrieren. Wir verwenden Jenkins, um Formen Cartello zu bauen und deswegen war es naheliegend, auch Jenkins zu verwenden, um die ganzen RPMs und alle Abhängigkeiten für SUSE zu bauen. So, was wir jetzt machen konnten, war, dass wir ein SUSE-System automatisch ausrollen konnten. Dazu mussten wir aber noch die Repositories manuell in den Formen Cartello reinprügeln. Das ist aufwendig, weil ich immer wieder rausfinden muss, wie heißen die Repositories, muss er in den Formen Cartello, in die Produktseite rein und muss das alles manuell eintragen, was fehleranfällig ist und einfach nicht schick ist. Man muss dazu sagen, dass SUSE über das SUSE Customer Center die entsprechenden Repositories bereitstellt und da ist ungefähr so eine lange kryptische URL hinten dran, die berechnet wird anhand der User-ID und Passwort von dem entsprechenden Account im SCC. Genau. Bei Red Hat funktioniert das etwas eleganter. Da gibt es ein Manifest, das lädt man sich von der Red Hat-Seite runter, spielt es in den Formen Cartello ein und wenn man das eingespielt hat, kann man noch auswählen, welche Produkte man integrieren möchte in den Formen Cartello, wählt die aus, spielt die ein und kann die dann benutzen, baut dann daraufhin den Content View. Man sieht jetzt hier die Übersichtsseite. Das ist jetzt der Zustand, den man hat, wenn man tatsächlich so ein Manifest reingeladen hat. Man kann über die Auswahlboxen sich das zusammenklicken und das, was man auswählt, wird dann tatsächlich im Formen als Produkt und Repo aufgebaut. So, wir haben aufgrund dessen, dass es bei Red Hat CentOS so einfach geht, haben wir ein kleines Plugin entwickelt, ein Formen SCC Manager nennt sich das. Funktioniert ähnlich wie das von Red Hat, bloß
mit dem Unterschied, dass man die Credentials zum SUSE Customer Center in dem Plugin direkt angibt. Dann gibt es eine entsprechende Schnittstelle zu dem SUSE Customer Center, wo man alle Produkte, die einem zugewiesen sind, herunterladen kann. Hier sieht man auch diese, diese Liste von Produkten, und ich wähle ein Produkt aus oder zwei oder mehrere, und wenn ich dann auf Submit klicke, wird automatisch im Hintergrund das Produkt in Formen integriert und ich kann dann einen Content View bauen oder weitergehend einen Activation Key daraus erstellen. Formen SCC Manager arbeitet mit sogenannten Formen Tasks, sprich, dass das Ganze im Hintergrund läuft und der Benutzer weiter die Oberfläche benutzen kann. Wenn man jetzt Submit gedrückt hat, sieht man, dass er die Produkte integriert hat und man sieht, wie lange das gedauert hat und wie viele Pakete im jeweiligen Produkt zur Verfügung stehen. Dieses Plugin, was wir entwickelt haben, ist auch auf GitHub zur Verfügung gestellt worden und es sieht so aus, als würde es in nächster Zeit auch in Formen Packaging direkt integriert, weshalb man dann auch Zugriff hat auf fertig gebaute RPMs. So, jetzt haben wir die Voraussetzung, dass wir tatsächlich unsere Clients ausrollen können. Das Ganze passiert über die entsprechenden Templates. Man sieht jetzt hier so ein Screenshot von einem von der Formenoberfläche. Man wählt aus, in welcher Organization und Location man das Ganze ausbringen möchte. Man wählt sich eine Hostgruppe aus, die man vordefiniert hat. Man wählt aus, wohin man das deployen möchte. In unserem Beispiel eben auf ein VMware. Man wählt sich ein Compute Profile aus. Das ist der Part, in dem man angibt, wie groß oder mit welchen Parametern die entsprechende VMware-Hülle gebaut werden soll. Mittlerweile im aktuellen Entwicklungsstand von Formen Catello kann man das jetzt tatsächlich auch im Nachgang dann über die QI entsprechend noch ändern. Man wählt aus, in welchem Lifecycle man das ausbringen möchte und mit welcher Content View. Was eine wirklich schöne Eigenschaft von Formen ist, dass man sich die Konsole der entsprechenden Hypervisor der VMs in der GUI herholen kann. Man sieht das hier auf der rechten Seite. Das ist ganz praktisch, weil man dann einfach nicht auf eine wie auch immer geartete Hypervisor-Plattform, ob das jetzt VMware oder Libvirt ist, drüber springen muss, sondern sieht das tatsächlich alles in der GUI und sieht dann tatsächlich auch den Installationsstand des Ganzen. Beim Provisionieren ist es so, dass er aus den verschiedenen bereitgestellten Templates das durchrennt. Das heißt, die Partition Tables, die definiert sind, die in dem Fall die Autoas Templates, die bereitgestellt werden, die Betriebssysteminformationen oder Pakete werden eben zusammengepackt und über TFTP dann bereitgestellt. Das Ganze pro Client mit entsprechenden UUIDs. Und nach Abschluss der Installation meldet er an den Formen dann entsprechend die Fertigstellung. Man bekommt, das ist jetzt das Beispiel von einem Salt-Client, man bekommt dann entsprechende Informationen geliefert, wie es dann auf Client-Seite ausschaut, ob er installiert wurde, IP-Adressen, die ersten Facts, die zurückgeliefert wurden, und kann an der Stelle dann auch einen Salt-Run ausführen über die GUI antriggern. Des Weiteren auf der Detailseite von dem entsprechenden Host hat man dann die Möglichkeit, nochmal einzustellen, in welchem Environment ich bin. Ich kann tatsächlich die Environments pro Host dann hier hinten nochmal nachträglich ändern und ich kann über die entsprechende Seite dann auch Pakete hier über die GUI installieren. Ich kann ihm Erratas zuweisen, falls welche vorhanden sind, und habe tatsächlich immer die Möglichkeit, mir auch die Summe der Tasks, die gelaufen sind, entsprechend im Nachgang anzuschauen, um zu kontrollieren, dass das, was ich losgetriggert habe, auch wirklich passiert ist. Nachdem jetzt der Host entsprechend fertig installiert wurde und der uns das gemeldet hat, war es dann wichtig, dass wir
das ganze System, was jetzt installiert wurde, entsprechend auch konfigurieren. Und als Konfigurationsplattform hatten wir uns eben SaltStack ausgesucht und deswegen war es jetzt erforderlich, dass wir mit Salt weitermachen. Genau. Die Integration von SaltStack in Formen ist nicht so gut wie die Integration von Puppet. Ich würde mal sagen, sie ist ein bisschen besser als die von Ansible. Aber Puppet ist einfach da noch viel weiter. Trotzdem kann man einige Sachen in Formen Catello schon setzen für SaltStack. Wie man hier sieht, gibt es auch bei Salt, wie bei Puppet auch, entsprechende Environments. Bei SaltStack gibt es immer das Environment Base. Man kann dann aber auch Environments anlegen wie Test oder Production oder Development. Hier sieht man einen State HTTPD. State ist bei SaltStack ähnlich wie beim Puppet ein Modul. Und den State kann ich dann einem Environment zuweisen. So, nachdem ich das zugewiesen habe, kann ich hier für die Hosts entsprechend auswählen, welche States dieser Host bekommen soll. In dem Fall soll der Host den State Mod-D bekommen. Wenn ich das Ganze dann ausführe, dann bekommt man auch einen Report, wo dabei steht, State erfolgreich ausgeführt oder Fehler hier und dort. Auf der Oberfläche haben wir schon gesehen, kann ich ein Salt Run machen oder man kann das auch direkt in SaltStack konfigurieren. Es gibt einen eingebauten Scheduler, wo dann von Zeit zu Zeit die Konfiguration automatisch hin zum Host übertragen wird. So. Die Konfiguration von einem SaltState sieht dann so aus. Hier ist von einem SaltState ein Template, wo man entsprechend Werte setzen kann, wie jetzt Grains, was ähnliches zu Facts, oder Pillar-Daten. Und die Pillar-Daten kann man über Formen konfigurieren, zum Beispiel über Global-Parameters oder Host-Group-Parameter oder Host-Parameter, auch wieder von der Hierarchiestufe entsprechend. Hier sieht man, Global-Parameter, Vendor-Name ist ATX-AG und der Host-Parameter ist gesetzt auf Ocarino ATX-AG. Das heißt, der Host-Parameter ist entsprechend wichtiger als der Global-Parameter. Und wenn ich das Ganze dann ausführe und mir die Konfigurationsdatei auf dem Host ansehe, dann gibt er hier diese Mod-D-Meldung aus und er setzt Ocarino ATX-AG, den Pillar-Wert und den Grain, den Host nehmen. So. Ja, was haben wir als uns als Ausblick noch gemacht? Wir wollen das Thema SUSE-Integration noch weiter optimieren. Im Moment ist es so, dass wir auf der Client-Seite noch die SIPA-Integration vervollständigen möchten, dass da kleinseitig noch mehr passieren kann in der Kommunikation mit dem Server. Was auch noch auf der Agenda steht, ist das Optimieren des Deployments von Slash-Maschinen. Das heißt, dort soll serverseitig noch mehr automatisierbar sein. Und das Gleiche gilt beim Thema Automatisierung der SaltStack-Installation und Konfiguration. Wir sind tatsächlich im Moment dabei, serverseitigen Installationen sehr viel über Ansible Playbooks und Scripts zu realisieren. Das ist tatsächlich an der Stelle für uns im Moment Mittel der Wahl. Und das Thema vollständige Unterstützung von Debian Ubuntu, damit der Formen Catello eben tatsächlich komplett herstellerunabhängig ist, ist das, was tatsächlich im Moment sehr, sehr hoch im Kurs steht. Und der Bernhard hat den aktuellen Stand mitgebracht. Genau, ähnlich wie bei SUSE wollen wir jetzt auch das Thema Debian weiter voranbringen. Da gab es seit, glaube ich, 2015 oder 2016
einen Pull-Request für das Projekt Pulp, um Pulp Debian Support zu bieten. Diesen Pull-Request haben wir aufgegriffen und haben da einige Bugfixes noch gemacht, sodass das jetzt auch rund läuft. Wir sind dabei, das noch weiter zu verbessern, damit auch wirklich der Zustand von einem Debian-Repository in Pulp abgebildet werden kann. Und Pulp ist irgendwo so eine Backend-Ebene und wir wollen natürlich auch dem User ein entsprechendes Frontend bieten, wieder natürlich in Formen und Catello. Hier sieht man ein Repository, was man mittlerweile auch anlegen kann. Auch hierzu im GitHub ein Pull-Request entsprechend. Man kann also ein Produkt anlegen, ein Repository hinzufügen und kann da auch zugreifen darauf, auf dieses fest definierte Repository. Das sieht man jetzt hier. Wir haben ein ganz kleines Fake-Repository angelegt und haben da ein paar Pakete reingeladen, zum Beispiel ACL für die Architektur AMD 64 in dieser Version. Der nächste Schritt, nachdem man jetzt ein Repository in Debian auch hat, ist ein Content-View auf Basis des Produkts zu bauen und dann weitergehend ein Activation-Key, damit man das Ganze bis zum Client dann auch bekommt. Die Debian-Pakete, die wir jetzt auch wieder brauchen auf der Client-Seite, haben wir teilweise schon gebaut. Da wir noch nicht Zugriff haben auf den Server, müssen wir dann noch ein bisschen warten, ob das dann auch alles funktioniert. Und sind guter Dinge, dass wir da in naher Zukunft sagen können, Debian Ubuntu auch für Formen und Catello, dass wir da eine Unterstützung haben. Genau. Ja, ich denke, man kann durchaus sagen, dass der Formen Catello als Plattform für die Verwaltung von unterschiedlichsten Systemen sehr gut geeignet ist. Man sieht, dass das Thema SUSE, so wie wir es jetzt dann auch schon gemacht haben, hier ist übrigens und der GitHub-Account, wo wir die entsprechenden Sachen auch hochgeladen haben, zur Verfügung steht. Man sieht, dass Puppet zwar als Standard-Config-Management-Tool mit Formen Catello um die Ecke kommt, aber dass es mit Solstack und Ansible durchaus adäquate Ergänzungen oder Erweiterungen oder Alternativen gibt innerhalb von Formen Catello. Am Schluss, bevor wir dann auf Fragen von euch eingehen, wollen wir noch auf eine Veranstaltung von uns hinweisen. Das ist der Open Source Automation Day in München am 19. Oktober. Und ansonsten würden wir jetzt sehr gerne Fragen beantworten, falls es welche aus dem Publikum gibt. Ich wiederhole gerne die Frage. Ich komme mal hoch. Moment, mein Satz ist nicht. Hi, ich habe gerade diese Konsole gesehen. Ist die eigentlich dann so ein Teil des Produktes oder zappt sie irgendwas an? Angenommen, ich habe jetzt zwei Hypervisor mit libvirt und ohne alles, ohne Verwaltung, ohne OpenStack oder sowas. Kann ich die dann gleich damit direkt abzapfen und brauche ich dann so etwas dann überhaupt dann noch? Brauchen im Sinne von was? Ich habe ja diese Konsole in eurem Webfront gesehen. Also kann die das ersetzen? Ersetzt ihr das oder greift oder ist die ein Service, die einen anderen Service abgreift? Die Konsole, also für jede Frage gibt es einen Luftballon, vielen Dank. Okay, dann bleibe ich oben. Also die Konsole, die greift im Endeffekt, leitet die VNC oder Spice-Konsole durch. Wie schaut es denn aus mit normal OpenSUSE? Wir haben jetzt nur Beispiele für ein SLS, also von SUSE Linux Enterprise gesehen. Wir haben es tatsächlich im Moment auf für SLES gebaut. Bernhard, ich denke, es wäre durch. Wir haben es für OpenSUSE getestet. Wir haben es für okay, es funktioniert auch soweit. Es gibt bloß ein Problem im YAST, weshalb ein Plugin nicht funktioniert. Da haben wir auch einen entsprechenden Bug-Report aufgemacht bei der SUSE. Aber ich glaube, die haben da noch nicht darauf reagiert. Okay, Ballon her. Ich gebe gleich noch einen zweiten. Weitere Fragen?
unbedingt schon. Will sich keiner mehr in Berlin verdienen. Das ist schade. Dann bedanken wir uns sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch heute noch einen coolen Tag auf der FrostCon 2017. Dankeschön.